Radek is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Viel Spaß mit den XBET-Tipps. Und hier ist Ihr Gastgeber, Christian Custodian. Und ich begrüße euch alle zum vorletzten Spieltag der Bundesliga-Hinserie. Und vor allem dich, lieber Radek. Hi, servus und herzlich willkommen auch Mario Gomez, unser Man of the Day am letzten Spieltag. 2 Tore geschossen, das Spiel im Alleingang gedreht und für Stuttgart gewonnen. Und damit ist Markus Weinzierl endlich auch angekommen, hat 3 der letzten 5 Spiele, glaube ich, gewonnen mit dem VfB. Und die sind jetzt sogar 15. in der Tabelle. Los geht's am Dienstag mit dem Spiel Gladbach gegen Nürnberg. Ja, und ich werde wahrscheinlich mit dem ersten Tipp starten. Und da haben wir ein Jubiläum. Und zwar der freundliche Dieter Hecking hat sein 400. Bundesligaspiel. Übrigens, davon hat er schon 102 mit dem Club absolviert. Und zwar von 2009 bis 2012. Gladbach, wenn wir die letzten 9 Spiele nehmen, oder die letzten 9 Spieltage, das zweitbeste Team der Liga, der Club mit 3 Punkten leider das schlechteste. Und dementsprechend sehe ich auch die Vorzeichen bei diesem Spiel. Ich würde hier ganz klar auf einen Handicap-Sieg von Gladbach gehen. Das bedeutet ein easy 3-0 für die Borussia. Ja, die Nürnberger müssen ihre Punkte definitiv zu Hause holen. Auswärts sind sie Letzter in der Auswärtstabelle. Die haben bisher... auswärts bisher 2 Punkte, 5 Tore. Und wie soll das in Mönchengladbach passieren? Da bin ich ganz bei dir. Denn Gladbach ist das zweitbeste Heimteam mit 21-3 Toren und 7 Siegen zu Hause. Wenn gegen Nürnberg da nicht der 8. dazukommt, dann haben sie irgendwas zu locker angehen lassen vor Weihnachten. Und ich glaube, das machen die nicht. Die wollen so gut wie möglich an Dortmund dranbleiben. Ich sage einfach mal ein 2-0 Handicap. Bin ich aber auch dabei, dass Gladbach das mit Handicap gewinnen muss. Denn die Quote von 1,4, die ist jetzt zu niedrig, um hier direkt auf den Gladbach-Sieg zu gehen. Ja, bin gespannt, was du bei Wolfsburg-Stuttgart sagst. Ich finde, die Dominanz der Borussia sollte eigentlich eine höhere oder schlechtere Quote haben als 1,4. Aber trotzdem ist das vielleicht nicht spielbar. Ist denn Wolfsburg gegen Stuttgart was spielbar? Ja, ich habe es ja gerade gesagt, dass die Stuttgarter jetzt in letzter Zeit ja ein paar Mal gewonnen haben. Und zwar genau auswärts nur einmal gegen in Nürnberg, dann 2 Niederlagen auswärts. Aber zu Hause haben die Stuttgarter gegen Augsburg und jetzt letzten Spieltag erst vor ein paar Tagen gegen Berlin gewonnen. Aber die Wölfe sind ja sowas wie die Mannschaft der Stunde und zu Hause aber auch keine Macht. Ich denke, da kann Stuttgart, wenn sie ihren Lauf fortsetzen wollen, einen Punkt holen. 1-1. Ja, das ist ein guter Tipp, denn ich kann ja sagen, dass die Wölfe nur 1 der letzten 7 Heimspiele gewonnen haben. Da aber dafür gegen Leipzig. Und seitdem läuft es ja für den schönen Bruno und seinen Wölfen ganz gut. Haben jetzt einen ordentlichen Sprung gemacht, auswärts auch gewonnen. Letzten Spieltag in Nürnberg, davor auch gegen Frankfurt war das, glaube ich. Und jetzt sind sie gar nicht mehr so verkehrt. Sogar Dritter in der Auswärtstabelle. Wie gesagt, daheim nicht gut. Ich glaube, dass Wolfsburg seinen positiven Trend fortsetzen kann und den VfB mit 2-1 besiegt. Das wird ein interessantes Spiel für unser internes Tippduell. Und dann darfst du gleich beim nächsten Spiel angreifen. Die Fortuna gegen den Herbstmeister Dortmund. Geht da was? Unbedingt. Friedhelm. Unbedingt für den Friedhelm Funkel. Weil die Historie spricht für Düsseldorf. Gegen kein anderes Team in der ersten Bundesliga konnte Düsseldorf häufiger gewinnen als gegen den BVB. Aber was bringt das den jetzigen Club? Gar nichts. Denn Dortmund, selbst wenn es so ein bisschen nicht mit 100% läuft, gewinnt die Spiele trotzdem. Und von daher, warum sollten sie jetzt ausgerechnet in Düsseldorf Punkte lassen? Deshalb gehe ich hier auf ein 0-2. Kräfteschonender Sieg von Dortmund. Und das ist ein interessanter Punkt, wenn das 0-2 kräfteschonend ist. Denn hier sehe ich die Quote auf Dortmund bei 1,5 extrem valuehaltig. Klar hat Düsseldorf zu Hause schon ein paar Punkte gemacht und allgemein sich öfter mal besser verkauft, als man erwartet hätte. Sie haben jetzt das letzte Heimspiel gegen Freiburg 2-0 gewonnen.
gegen die Hertha 4-1 zu Hause, aber Dortmund ist dann ein anderes Kaliber, vor allem weil der Sieg gegen Hertha ja wegen einer roten Karte der Berliner zustande kam. Und da frage ich mich doch, ein Favre, der will nicht verlieren und der verschenkt schon gar keine Punkte in Düsseldorf. Was ich mir vielleicht vorstellen kann, dass sie es wieder ein bisschen interessant machen und Düsseldorf zu einem Tor schenken, aber dann ist das schon das höchste der Gefühle. Deswegen hier sei auch 2-Tore-Unterschied für Dortmund. Und wie gesagt, dieser Sieg bei Dortmund 1,5 in Düsseldorf finde ich irgendwie attraktiver als Gladbach. Oder wir machen einfach eine Kombi-Wette. Eine Borussen-Kombi. Gladbach, Dortmund, die zwei Erstplatzierten. Was soll da schief gehen, oder? Sagt man immer. Und dann setzt man 10 Einheiten auf ein Eishockeyspiel und verliert. Solange Schalke nicht Zweiter ist, kann man da ruhig drauf gehen. Das stimmt. Bei Hertha gegen Augsburg, machen wir es kurz. Die sind beide irgendwie prädestiniert für ein Unentschieden. Ein 2-2, beide Augsburger. Läuft es halt auch nicht so optimal und ein Punkt ist dann auch wirklich auch nur aus Sympathiegründen drin. Ja, ich habe mir sagen lassen, dass die Hertha unter Pal Dardai noch nie gegen Augsburg verloren hat. Und ich glaube auch jetzt ist die Form der Augsburger nicht gut genug. Die müssen jetzt irgendwie schauen, dass sie vielleicht 2 Punkte, vielleicht sogar 3 Punkte aus den letzten beiden Spielen gegen Berlin und Wolfsburg holen, damit sie ein bisschen ruhiger in die Rückrunde starten können. Sie sind viel schlechter, als man es vom Spiel eigentlich erwarten könnte. Ein gutes Team an und für sich, aber hier wird es maximal zum Unentschieden reichen. Ich gehe aber trotzdem auf die für mich nicht beliebte Berliner Mannschaft 1-0 für Hertha. Ja, natürlich auch nicht unmöglich, dieser Tipp. Bei Schalke-Leverkusen, das Duell der beiden enttäuschenden Mannschaften in dieser Hinrunde bisher, muss man fast sagen. Da spielt der 11. gegen den 13. Und ich finde es interessant, dass ich bisher noch nichts über den Trainer bei Schalke gehört habe. Im Gegenteil, eher sogar über den Manager Heidel. Leverkusen, auch reine Statistik-Sache, hat 10 der letzten 12 Punkte auswärts in Gelsenkirchen geholt. Also den liegt Schalke offensichtlich. Ich tippe hier auf ein 2-2. Ich sehe, oder 1-1, weil wer soll da Tore machen? Aber ich sehe Schalke nicht im Aufwind. Gar nicht. Ja, ich hätte ihn natürlich auch in den letzten Wochen schon immer ein bisschen mehr zugetraut und dann haben sie doch immer nicht so geliefert. Jetzt in Dortmund, klar, da kann man, oder gegen Dortmund kann man natürlich verlieren, gerade wenn die so stark sind. Ich hätte auch da hätte ich gedacht, vielleicht passiert irgendwas mit Schalke. An und für sich aber die Ergebnisse zu Hause solide, was man von den Leverkusener Auswärtsergebnissen nicht behaupten kann. 3 Spiele in Folge nicht gewonnen, darunter in Frankfurt und Leipzig verloren. Und ich denke, sie verlieren auch auf Schalke. Schalke braucht zu Weihnachten einen Sieg und Leverkusen sucht nach einem Grund, Heiko Herrlich endlich vor die Tür zu setzen. Er darf noch Weihnachten als Leverkusen-Trainer feiern, aber dann sagt der Völler, du übrigens Heiko, ich habe dich nur nicht rausgeschmissen, weil ja Weihnachten ist. Das war mein Weihnachtsgeschenk für dich, aber Silvester kannst du anders feiern. Der Superchrist darf unterm Christbaum noch Leverkusen-Trainer sein. Eben, deswegen habe ich mir gedacht, wenn sie jetzt irgendein Atheist wäre, dann hätte der Völler wahrscheinlich keine Skrupel, den rauszufeuern, aber so wird er ihn wahrscheinlich noch ein bisschen durchfüttern mit warmer Suppe. Und beim Rhein-Hessen-Derby, der Rhein-Hessen gegen die richtigen Hessen, gibt es auch weniger Meinungen wahrscheinlich über den Sieger. Ich denke, Frankfurt ist hier klar favorisiert, aber in solchen Derbys, da passiert ja immer was Verrücktes oder so. Oh, ich glaube nicht, dass Mainz gewinnt. Ich denke, Frankfurt wird das schon irgendwie über die Bühne bringen. 2-1, da müssen sie schon durch. Rhein-Main-Derby, oder? Ist es Rhein-Hessen-Derby? Ja, die Mainzer sind ja die Rhein-Hessen und die... Ja, Frankfurter sind vom Main. Genau. Und Rhein-Main. Main-Hessen, Rhein-Hessen. Ja, ich habe natürlich auch nochmal einen value-haltigen Tipp. Jo. Denn gegen kein anderes Team hat Mainz mehr Eigentore geschossen als gegen Frankfurt. Also... Vielleicht sollte man darauf setzen. Ich tippe darauf, dass Mainz ein Eigentor schießt, aber dann auch ein Elfmetertor auf die für sie richtige Seite. Deshalb geht es 1-1 aus. Ich favorisiere aber tatsächlich auch Frankfurt und ich finde hier einen Draw-No-Bet-Tipp auf Frankfurt echt sexy.
Gibt wahrscheinlich einfach nicht viel Quote. Der Sieg für Frankfurt mit 2-3 wird Rono Bet um 1-7 bestenfalls sein. Aber gut, ja, kann man schon mal machen. Aber ja, warum sollte man, wenn man direkt auf Frankfurt Sieg wetten könnte? Ja, eher ein Händewegspiel für mich. Ja. Dann. Ja. Auf jeden Fall, Bremen-Hoffenheim ist ein Spiel mit Torgarantie. 70 Tore gab es in den letzten 20 Spielen, das heißt 3,5 Tore pro Schnitt. Das gleiche haben wir beide übrigens auch letzte Woche bei Gladbach gegen Hoffenheim erwartet. Und von daher, Bremen, die werden sicher nicht mit offenem Visier anlaufen. Hoffenheim sich wahrscheinlich auch erstmal nochmal versuchen zu stabilisieren, ein bisschen wie gegen Gladbach. Ich tippe hier tatsächlich auf ein langweiliges 1:1. Das ist echt langweilig, vor allem, weil es bei dir das dritte in Folge ist. Hast du irgendwie die Varianz in deinen Ergebnissen, ist die kaputt oder was? Also bei Hoffenheim musste ich ja wirklich lachen, weil die haben ja auch noch kein Spiel unter 2,5 Tore gehabt in dieser Saison, glaube ich. Dann spielen sie gegen Gladbach, eine andere Power-Mannschaft, und natürlich, wie soll es sonst ausgehen? 0:0. Also ich denke, der Hendrik, der hat sich schon länger nicht mehr gemeldet auf YouTube, hat das getippt. Der tippt ja immer, was keiner denkt, und manchmal hat er richtig gelegen oder er ist pleite, klar, aber meld dich, wenn das der Fall sein sollte. Aber da gehe ich davon aus, dass Hoffenheim die Bremer besiegt, denn die letzten fünf Spiele zumindest hat Hoffenheim auswärts nicht verloren, und auch an der Weser werden sie nicht verlieren. Natürlich kriegen sie wie immer ein Tor rein, aber sie gewinnen das Ganze dann am Ende mit 3:1. Ja, und dann sind die Bremer schon auch wieder da eigentlich, wo man sie eher erwartet hätte vor der Saison, und nicht jetzt um die Champions League Plätze, denn aktuell sind sie Neunter. Ja, da gehören sie auch hin. Ja, so 7-10. Aber ich sag dir was, in den letzten 6 Jahren war Bremen in der Vorrunde immer schlechter als in der Rückrunde. Von daher ist es eigentlich eine Garantie, dass es in der Rückrunde wieder bergauf geht. Bei Freiburg und Hannover, ja zumindest bei Hannover, da ist der Vorteil, da kann es nur bergauf gehen. Oder sie bleiben einfach letzter, zumindest schlechter werden können sie nicht. Und die Freiburger, sind vor allem zu Hause auf dem respektablen 8. Platz in der Tabelle. Und von daher werden die hier zu Hause auch dieser Rolle gerecht werden und gewinnen gegen die Hannoveraner mit 2:0. Ich habe so oft diese Saison schon auf Hannover gesetzt, und irgendwann muss es mal gut gehen. 1:2. Ohne Begründung. Einfach ohne Begründung. Aus Sympathie. Ein Gutshot. Bauchschuss. Dann haben wir noch das letzte Spiel. Das ist auch zufälligerweise ein Spitzenspiel zwischen Bayern, dem Dritten, und dem Vierten Leipzig. Ja, und Bayern hat eine Suppe auf Platz 2, vielleicht diese Hinrunde noch zu beenden. Oder wenn sie jetzt gegen Leipzig verlieren sollten, dann sind sie auf einmal wieder nur Vierter. Laut Niko Kovac hat München das beste Spiel der Saison abgeliefert gegen den Tabellenletzten. Herzlichen Glückwunsch. Das weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Aber er scheint zumindest eine Mannschaft gefunden zu haben, die Bock auf ihn hat, die jetzt gar nicht die guten Einsatz zeigt, Tore schießt. Und deshalb erwarte ich hier ein 2:2, weil der Rangnick schon ein sehr, sehr cleverer Fuchs ist. Der sorgt dafür, dass Bayern wieder ein bisschen mehr auf den Boden der Tatsachen landet, im Sinne von, die haben sie noch nicht so gefangen, wie sie wollen. Der Rangnick ist definitiv ein Fuchs, habe ich mir auch nicht so gedacht. Am Anfang der Saison hieß es ja, es gibt Querelen, und dann hat Leipzig aber auch wirklich stark gespielt. Und mit 14 Gegentoren kommt da die beste Defensive nach München. Ich denke nicht, dass die Bayern da 2 Tore schießen. Ich denke, dass die Bayern-Abwehr aber schlecht genug ist, um 2 zu fangen. Und daher denke ich wirklich, Leipzig gewinnt dieses Spiel. Ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben tippe ich gegen Bayern. Nein, ich habe auch schon mal gegen Bayern getippt, auch gegen Leipzig. Und dann hat Leipzig zu Hause, glaube ich, gewonnen oder so ähnlich. Was sind denn da die Quoten? Das würde mich tatsächlich interessieren. Der Sieg für Leipzig. Eine 8. Also das ist mal das Value hoch 1000, oder? Ich meine, hier spielt der Dritte gegen den Vierten und die beste Abwehr ist zu Gast. Warum zur Hölle hat Leipzig eine 8er-Quote? Ich muss jetzt hier kurz eine Wette abschließen, bevor die Quote fällt. Check dir das mal. Gladbach eine 1,4 gegen den, schlechtesten Auswärtsclub. Dortmund eine 1,5 gegen den zweitschlechtesten Mannschaft der Liga.
und Bayern 1,36 auf Sieg. Ich würde ja verstehen, wenn unentschieden irgendwie 2-0 ist und Bayern Sieg 1-6 oder so, aber das macht Bullshit. Definitiv keinen Sinn. Und auch ein Draw No Bet auf Leipzig gibt eine 6,0 immer noch. Na. Also na. Asian Handicap Leipzig plus 1 oder so, plus 1,5. Zack, 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 das riecht nach Faxe Bookie. Ja, genau. Also, die Geldzählmaschine. Also, dann. Peace out. No, Chris is the best. No, Chris is the best. Okay, they're both awesome. That's right. May the best win. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions.